ist das zinsfrei auch für den Qatari. Da ist das Sheraton Hotel. Mit dem Flut hat es einen riesen Unterschied. Und dieser Teil der Stadt hatte diese Art von Problemen noch. Ich gebe es nachher durch, damit ihr das sich anschauen. Umgebaut werden, ein Hotel wird aus einem gemacht, dort Klinik, eine Sportsklinik aus einem anderen. Und eben, sie werden dann... Leider nicht hier an der Bucht liegen und teilweise noch gar nicht fertig. Ganz neu, der Galerie Lafayette musste man auch haben. Galerie Lafayette. Und im Hintergrund sieht man das Amphitheater, wobei es eben, wie gesagt, auch Luxus-Shopping hat. Hier dann etwas dekadenter Luxus. Die Kataris fahren ja nicht unbedingt zur See, leben auch lieber in der Wüste. Aber für einige Leute gehört es zum guten Ton, eine Luxusjacht zu haben, damit man darauf feiern kann oder wenn Nationalfeiertag ist, mal rausfährt und sich von draußen das Feuerwerk anschaut. Sonst wohnen in diesem Viertel hauptsächlich Ausländer, weil es hier auch zum Teil Wohnungen zu kaufen gibt. Ja, noch mehr Wohnhäuser und noch ein paar Yachten. Jetzt nochmal eine Übersicht über den Luxus hier. Und da hinten geht es weiter mit den Wohnblocks und den Yachten davor. Und es wird auch noch dazu gebaut. Die Zufahrt zu dem neuen Hotelkomplex, der da hinten gebaut wird. In die andere Richtung sieht man diese beiden Glastürme da hinten und hier vorne weitere Wohntürme. Das ist das Hotel Kempinski auf einer eigenen Insel. Der bekommt diese Karte nicht. Das ist Kempinski. Nee, ja, aber hier für wird Sie viel ist das neu gebaut. Eine neue Stadt. Und da hinten kommt dann später auch das Stadion hin. Was zur Fußball-WM. Übrigens, jetzt wo wir so Wasser sehen, alles Wasser, was hier aus dem Hahn kommt, so alles ist entsalztes Meerwasser. Wir haben also kein Grundwasser. Und die Kataris, für die Kataris ist das Wasser und der Strom kostenlos. Leider. Es wird dann viel vergeudet, finde ich, wenn es nicht kostet. Und da man hier natürlich auch als Frau studieren kann, in die Schule gehen kann, sind das die Katari-Frauen sehr am Ausnützen. Und momentan in Katari-Universitäten hier, 70% der Katari-Studenten sind Frauen. Lang hier gehupt überall und das war eine riesen Parade. Die waren so glücklich, die Kataris, dass sie gegen die Emiraten gewonnen haben und gegeneinander. Oh, haben Sie gesehen hier links, diese Flugzeuge, die sind am Üben für den 18. für die Parade. Ich habe gesehen, oh, jetzt kommt der Große hier hinten, der Freighter. Auch wenn man nicht darf. Darf man auch nicht. Es hat sehr, sehr viele Kameras hier.